Was geht ab, Leute? Mein Modemarken-Video ist ja jetzt mittlerweile 1,5 Jahre her und es hat sich einiges getan. Deswegen hier das Update-Video, was in diesen 1,5 Jahren passiert ist. Hanami gibt es nicht mehr, ist tot, wurde zu Ear the World. Warum das Ganze und was es mit der neuen Kollektion auf sich hat, alle meine Kosten und sowas aufdecken. Genau, bevor es losgeht, Instagram-Gewinnspiel von der neuen Kollektion, die jetzt rausgekommen ist um 18 Uhr. Ihr könnt 5 Sets insgesamt gewinnen. Einfach hier im Reel kommentieren, da steht alles, was man dafür machen muss und so. Und dann könnt ihr auch schon gewinnen. Falls ihr unbedingt kaufen wollt, ist ja jetzt online. Die ersten 500 Bestellungen kriegen hier einen Schlüssel an. Anhänger for free gratis dazu, deswegen seid auf jeden Fall schnell und ja. Ursprünglich war ja eigentlich gedacht, dass ich diese Modemarke Hanami eigentlich nur für das Video mache oder nur für YouTube mache, um einfach zu gucken, ey, wie schwer ist es eigentlich, so eine Modebrand zu machen. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, so richtig Klamotten for real zu machen, habe aber dann relativ schnell bemerkt, so dass das wirklich nice ist, in dieser Art kreativ zu sein. Die meisten können das bestimmt fühlen, beziehungsweise ist ja auch einfach eine geile Sache, seine eigene Vision irgendwie in Klamotten zu realisieren. Und deswegen dachte ich so, okay, warum machst du nicht weiter, wenn es eigentlich ganz gut lief? Am Anfang habe ich mir eigentlich schon so gedacht, so der Drop lief nicht so gut. Wir haben zwar die Zipjacken, die hellblauen Zipjacken, sehr schnell ausverkauft bekommen. Die grauen Hoodies haben wir als zweitbestes verkauft. Die T-Shirts sind echt scheiße angekommen. Und deswegen habe ich so gedacht, so, okay, es lief jetzt nicht so gut, aber an sich so die Resonanz und sowas und was ihr alles geschrieben habt, war eigentlich echt cool und deswegen hatte ich eigentlich schon also relativ zeitnah nach dem Drop Bock auf mehr und da wir jetzt eh die ganzen Produktionen und sowas hatten und ich die Knowledge hatte, wie das alles lief und was man alles besser machen kann, habe ich mich dazu entschlossen, damals diesen zweiten Drop zu machen. Bevor wir die Jacke aber released haben, habe ich mir aber gedacht, so okay, ich kann mich nicht so mit dem Namen Hanami identifizieren, weil das nicht so was mit mir zu tun hat. Deswegen wollte ich halt einen Name Change machen in Ear the World. Ear heißt lieben auf Vietnamesisch, ich komme aus Vietnam. Ear the World erklärt sich von selbst und deswegen habe ich mir gedacht, okay, machen wir den Namen so. Dann haben wir die zweite Jacke released, die dann so ähnlich war wie die erste, weil wir gedacht haben, ey, die erste kam so gut an. Und deswegen machen wir sozusagen so eine zweite Version, ein bisschen abgeändert in dem Stil auch. Und die kam richtig gut an. Wir waren nach 5 Tagen schon ausverkauft und sowas und wir haben auch höhere Stückzahlen produziert. Das hat mir auf jeden Fall Bock auf mehr gegeben. Allerdings war mir dann so relativ schnell bewusst, okay, ich hatte, also diese Designs, die ich gemacht habe, habe ich nicht so gefühlt und würde ich auch nicht so rocken. Bei den meisten kam das auf jeden Fall sehr, sehr gut an und wir haben auch kaum Retouren bekommen. Aber ich habe mir dann für den dritten Drop mir gedacht, okay, ich will endlich mal Klamotten bringen, die ich tagtäglich anziehen würde. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, was Ausgefalleneres zu machen und weniger so auf Graphic zu gehen, sondern halt so mehr mit Mustern und ne, seht ihr ja. Ihr seht, ich habe die gerade an, das ist eine Size S, ich bin 1,70 und der Schnitt extrem baggy. Wir haben hier einen Customized-Zipper vom IO-Logo, also von einem IO-Logo. Finde ich sehr, sehr gut gelungen. Der glänzt auch. Wir haben hier die verschiedenen Muster. Wir haben hier Herztaschen. Wir haben nicht so normale Seitentaschen, sondern hier so mit Knöpfen. Wenn wir so hier nach hinten gucken, dann sehen wir direkt auch Känguru-Tasche hier. Kann man auch zumachen natürlich. Und hier kann man auch was Kleines verstauen. Dazu haben wir eine Baggy Parachute Pants, die ich gerade anhabe, wie ihr seht. Das ist der Schnitt. Wir haben hier einen Bund, 2 Seitentaschen, hier oben Hosentaschen. Falls das euch zu baggy ist, kann man das auch zuschnüren. Je nachdem, wie ihr es haben wollt. Und ja. Dieses Jahr im Januar habe ich mich dazu entschieden, nach Vietnam zu fliegen, um Produktionen in Vietnam abzuchecken. Weil ich mitbekommen habe, dass in Vietnam es richtig nice, so low-key Streetwear-Brands gibt, die wirklich, wirklich krass sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich chill dort und mache ein bisschen Urlaub und besuche mal ein paar Brands, um vielleicht auch unter anderem auch den Fit abzuchecken, Design-Inspo und sowas. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich dann mit jemandem connected, dem die Brand The Beuter heißt. Die gibt es halt nur in Vietnam. Die kennt ihr wahrscheinlich in Deutschland nicht. Und die haben halt richtig, richtig nice Zipjacken in guter Qualität, die in Vietnam produziert werden, wo ich vor allem, also wirklich vor allem, den Schnitt sehr, sehr nice fand. Ich blende euch mal hier ein Video ein, da habe ich das damals getestet und habe mir gedacht, so Digga, genau in so einem Schnitt möchte ich auch so eine Jacke haben. Es ist extrem boxy. Das war wirklich so dieser perfekte Schnitt, wo ich gedacht habe, okay, den müssen wir übernehmen. Die Leute dort waren auch wirklich cool, haben mir geholfen und haben natürlich gefragt, ob das fit geht so mit dem Schnitt übernehmen für unsere Deutschland-Sachen und die haben zugestimmt, also alles easy. Weiter ging es dann zu den Produktionen. Zum Glück war zu dem Zeitpunkt 2 von Trend Vision in Vietnam. Mit denen habe ich mich auch connected und habe mit einem von einer Produktion geredet, so, der halt sehr viel realisieren kann. Deswegen Shoutout an 2 und Trend Vision und sowas. Die haben mir richtig viel geholfen. Ohne ihn hätte ich diese Jacke so in der Art nicht releasen können. Fit und Produktion steht jetzt. Jetzt ging es an den Designprozess. Ich habe das Ganze zusammen mit Flo gemacht, meinem Designer. Flo gehört Timeseekers, hat auch eine Brand. Und wir saßen da mehrere Abende, Nächte und haben dann zusammen getüftelt. Und ich habe ihm meine Inspo gezeigt,
mein Pinterest-Board und sowas und habe gesagt, so ein bisschen, was ich mir so vorstelle. Und dann hat er gezaubert und diese schöne Jacke entworfen. Ich zeige euch jetzt mal hier das Tag-Pack. Das wird dann natürlich zur Produktion gesendet und die haben dann das erste Sample gemacht. Das hier ist die erste Jacke, die wir kreiert haben. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es ist auf jeden Fall ein anderer Grauton. Der ist ein bisschen mehr rötlicher und das hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen haben wir das abgeändert. Hier hinten sah das noch ein bisschen scheiße aus. Das haben wir auch abgeändert. Die Taschen waren auch nicht so geil. Deswegen, also ein paar Sachen haben wir auf jeden Fall geändert, aber das Grundgerüst war auf jeden Fall an sich schon sehr, sehr clean. Damit konnte man auf jeden Fall arbeiten. Ihr müsst wissen, dieser ganze Prozess dauerte locker, warte, es ist jetzt September. Ja, über ein halbes Jahr auf jeden Fall. Natürlich muss man produzieren, natürlich muss man das hin und her schicken von Vietnam nach Deutschland die ganze Zeit. Lab-Dips und sowas, also man kriegt so Stoffe zugesendet und dann muss man sich dafür entscheiden, dann muss man das färben und so. Wie ihr gesehen habt, haben wir auch Custom-Zipper. Das hat natürlich auch nochmal länger gedauert, da ein Mold zu kreieren, also so ein 3D-Modell davon zu machen. Das dauert natürlich alles ein bisschen, ne? Stimmt, genau. Und wir hatten auch ganz viele Zollprobleme. Wir produzieren ja zum ersten Mal in Ausland, also nicht in Europa. Und deswegen brauchen wir dafür auch ganz viele Nummern und ganz viele Berechtigungen und sowas. Und das hat jetzt auch nochmal sehr lange gedauert. Wir wollten eigentlich im Juli releasen, aber ne, bei Klamotten ist das immer sehr, sehr kritisch. Was man natürlich auch immer beachten muss, Designs für zum Beispiel hier das Packaging von den Klamotten. Dann natürlich noch Care-Label, Hangtag und sowas, Extras, Accessoires, wie zum Beispiel das hier. Ja, und wenn alles steht, muss man den ganzen Bums hier noch vermarkten, Shooting und sowas. Also es kostet alles sehr, sehr viel. Darauf kommen wir gleich. Aber jetzt erstmal zum Shooting. Ich bin Belinda und wir sind heute Neues im Studio und shooten Leons neue Kollektion. Was machen wir? Wie ist denn der Ablauf? Wo sind wir überhaupt? Wir sind hier im All-White-Studio und shooten heute zwei Looks, also zwei Pieces. Was ist das denn für ein Studio? Ist das extra hier für so Dings oder was? Extra nur für dich haben wir das alles erbaut. Danke, danke, danke. Hier sind unsere Models. What's your name? What's up? My name is Marvin. Extra angereist aus Berlin. Boah, Respekt. Ja, unser Fotograf. Yeah, what's up, what's up? What's your name? Aliyah Milan. Yeah, only can speak English. Genau. Unser Model. Unsere Modelin. Madeline. What's your name? Tuce. Unsere Stylistin. Wer? Patricia. That's our team. Was haben wir hier gemacht? Das ist ein bisschen fail geworden. Das ist unser Backdrop fürs Shooting, für ein paar Shots. Geh nicht so nah dran. Ja, mal gucken. Das wären die Kampagnenfotos. Bin gespannt auf jeden Fall. Wenn man sich mit der Produktion nicht so gut auskennt, kann es mal passieren, dass die Samples in die Hose gehen. Wir haben jetzt das Problem, dass die Hose farblich nicht zum Oberteil passt. Wir haben jetzt zum Beispiel so ein paar Nahtprobleme, Reißverschlüsse sind verkackt. Aber macht euch keine Sorgen, bis zum Drop ist alles erledigt. Danach an der Stelle vergessen zu erwähnen, dass es übelst auch aufwendig ist, so einen Shoot überhaupt zu planen. Was möchten wir für ein Vibe geben? Was soll aufs Lookbook? Was sollen die Models überhaupt tragen? Klar, meine Klamotten, aber da fehlen ja noch Accessoires. Ihr habt gesehen, wir haben extra Balenciaga Brillen und Schuhe gekauft. Ist schon auf jeden Fall eine Kunst an sich, dass man da einen gewissen Vibe erschafft, den man erschaffen möchte. Wir haben diesmal im vierstelligen Bereich produzieren lassen. Ich habe insgesamt nur für die Klamotten $28.000 bezahlt. Dann kommt noch Zoll, 6.000 und dann noch irgendwelche anderen Nebenkosten. Und dann kommt noch Shootingkosten und sowas, Mitarbeiterkosten. Also ich glaube, es sind um die 40.000 oder so. Deswegen schon sehr, sehr viel Pressure. Deswegen müsst ihr jetzt die Klamotten kaufen. Ja, wundert euch dann auch bitte nicht, warum die Klamotten so teuer sind. Ich finde, für so eine Jacke, die in der Produktion auf jeden Fall mehr kostet als normale Hoodies oder Zipjacken, wo andere Brands die auch für 100 Euro verkaufen, ist der Preis von 99 Euro auf jeden Fall gerecht. Fertig, genauso auch für die Hose. Ja, man muss ja auch irgendwie Plus machen, man muss ja auch irgendwie investieren in einen weiteren Job und sowas. Deswegen, ich hoffe, ihr könnt es auf jeden Fall verstehen. Ja, das war das kleine Kollektionsvorstellungsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war informativ. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Prozessen, schreibt in die Kommentare. Ansonsten, Happy Release Day an mich selbst. Wir sehen uns beim nächsten Mal und abonniert den Zweitkanal. Ciao, ciao.